Setzt eigentlich die Abberufung voraus, dass ein Geschäftsführer oder ein Vorstandsmitglied sich etwas haben zu Schulden kommen lassen? Dies kann man allgemein nicht sagen. Man muss unterscheiden zwischen Geschäftsführern einerseits und Vorstandsmitgliedern andererseits. Geschäftsführer können jederzeit abberufen werden, ohne dass ein besonderer Grund vorliegt. Es sei denn, es sind Geschäftsführer einer Gesellschaft, die mehr als 2000 Mitarbeiter hat. Dann findet das Mitbestimmungsgesetz Anwendung und es gelten die gleichen Maßstäbe wie für Vorstandsmitglieder. Vorstandsmitglieder können nun wiederum nur aus wichtigem Grund abberufen werden. Vorsicht ist allerdings geboten für Vorstandsmitglieder in Aktiengesellschaften mit nur einem oder wenigen Aktionären. Dann ist eine Hauptversammlung ja sehr schnell abgehalten und ein wichtiger Grund ist auch der Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung.